Wenn der Berliner Bär tanzt und Liga-Chef Konrad Lüders mit seinem Fliegerkollegen Leander Modersohn zur Violine greift, wissen informierte Drachenflugfans, es ist wieder mal German Open in Altes Lager. Ein Hauch von Sommerurlaub hängt in der Luft und in idyllischer Campingatmosphäre könnte man glatt vergessen, dass hier ein heiß umkämpfter Flugwettbewerb stattgefunden hat. Die Gewinner stehen fest und mit einem Violinkonzert von Johann Sebastian Bach wird die Siegerehrung eingeläutet. 4 anspruchsvolle Wertungstage liegen hinter den Pilotinnen und Piloten. Allerdings hatte die extreme Hitze Helfer und Teilnehmer an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gebracht. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 6. August. Auch morgen strömt heiße Luft zu uns und wir erreichen den Höhepunkt der Hitzewelle. In der Nacht im Süden und Osten oft noch laue 20 bis 23, im Emsland Abkühlung auf 13 Grad. Morgen verbreitet Höchstwerte von 32 bis 39 Grad, nur im Norden kühler. Flirrende Hitze über der Betonpiste am dritten Wertungstag. Im 30-Sekunden-Takt schleppen 6 fleißige Ultraleichtflieger die Piloten in den nur leicht bewölkten Himmel. Heute starten die Teilnehmer der FAI Klasse 1, auch Flexis genannt, vor den Stafflüglern zu der 100 Kilometer großen Zielrückkehraufgabe. Rund 80 Piloten aus 8 Nationen, darunter 3 Frauen, fliegen eine Woche lang um den Gesamtsieg und um die Titelvergabe der deutschen Meisterschaft. Das fliegerische Niveau ist hoch. Neben starken Tschechen, Österreichern und Norwegern sind in beiden Klassen die amtierenden Weltmeister angetreten. Christian Ziek aus Italien hat im März die Weltmeisterschaft in Mexiko gewonnen und führt seit dem ersten Wertungstag die German Open an. Im Kampf um den deutschen Meistertitel liegt Roland Wörle aus dem Schwarzwald auf Titelkurs und in der offenen Wertung auf Rang 2. Flachlandspezialist Bernd Otterpohl hat in den beiden vorangegangenen Flügen ordentlich gepunktet und macht jetzt als zweitbester Deutscher Jagd auf Roland Wörle. Allerdings sind die Punktabstände zu seinen Verfolgern nicht groß. Kajo Klaus ist mit 24 Jahren der jüngste Teilnehmer des Wettbewerbs und liegt mit nur 20 Punkten Abstand hinter Bernd Otterpohl auf Rang 3 in der Wertung zur deutschen Meisterschaft. Mit Hans Kiefinger und Jörg Bajewski folgen 2 erfahrene Wettkämpfer und Nationalteampiloten auf den Rängen 4 und 5. Jörg Bajewski und Ligachef Konrad Lüders haben für uns Bordkameras montiert und lassen uns ein wenig an der Faszination Ultraleichtschlepp teilhaben. Die Flugwegaufzeichnungen zeigen, wie die Schleppzüge in großen Schleifen über den Platz Höhe machen und wie sich die Drachenflieger in 700 Metern Höhe vom Schleppflugzeug lösen. Die Piloten haben rund eine Stunde Zeit, bis die Zeitwertung beginnt. Da jeder Pilot für seinen Abflug aus 3 verschiedenen Zeitzonen wählen kann, haben auch später gestartete Piloten genügend Zeit, eine günstige Ausgangshöhe zu erreichen.
Hilfe! Dank des perfekt eingespielten Helferteams laufen die Starts wie am Schnürchen. Nahtlos reihen sich die Starrflügel in das Startverfahren ein. Wie in den Vorjahren entwickelt sich zwischen Jochen Zeyer, Ralf Miederhoff, Norbert Kirchner und Tim Grabowski ein spannender Kampf um den Gesamtsieg und den deutschen Meistertitel. Während Tim und die ersten 10 Piloten der Rangliste in umgekehrter Reihenfolge nach oben gezogen werden, geht am Boden der Schleppbetrieb in gewohnter Routine weiter. Tim hat ausgeklinkt und wartet in einem Aufwind zusammen mit anderen Piloten auf den Beginn der Zeitwertung. Wir nutzen die Gelegenheit zu einem Interview mit Wettbewerbsleiter Oliver Barthelmes. Oliver Barthelmes, Wettbewerbsleiter. Heute ist der dritte Durchgang. Wo hast du heute die Piloten hingeschickt? Ja, wir haben zwei Klassen. Wir haben die Klassen der Starren und die Klassen der Drachen. Beide haben die gleiche Aufgabe, sind inzwischen in der Luft und gestartet sind sie hier vom Flugplatz. Die Aufgabe geht nach Osten, 53 Kilometer nach Osten zur Autobahn A13. Ist relativ leicht zu erkennen. Dort müssen die Piloten wenden, haben allerdings einen 5 Kilometer Radius, kommen dann den gleichen Weg zurück und landen wieder bei uns am Platz Altes Lager. Wie schätzt du die Bedingungen heute ein? Wie lange werden sie brauchen? Ja, ich denke mal, die Besten werden in 2,5 Stunden, das Mittelfeld vielleicht in 3 Stunden hier sein. Die Bedingungen sind deutlich besser als vorhergesagt. Wir haben also schöne Cumulus und das spricht natürlich für gute Thermik. Dementsprechend glaube ich fast, dass die Aufgabe ein bisschen klein ist. Tatsächlich bilden sich in Richtung der Wende immer mehr Cumuluswolken. Wenn es den Piloten gelingt, diese Wolkenstraßen richtig zu nutzen, werden die schnellsten früher im Ziel sein als gedacht. Wir nutzen die Zeit für ein Interview mit Schlepppilotin Valentina, die gerade ihr UL-Flugzeug betankt. Ja. Valentina, wie kommt ihr mit den Motoren klar, wenn es so heiß ist? Ja, bis jetzt haben wir das geschafft, obwohl die Motoren ziemlich heiß geworden sind. Meine ist bis auf 110 Öltemperatur hoch. Ist das schon bedenklich? Ja, schon, ist grenzwertig. Aber Kompliment an alle Schlepppiloten, ihr habt einen tollen Job gemacht. Alle sind Danke. Sehr zufrieden. Das ist gut, das wollen wir auch, das ist das Ziel. Tim ist nur noch wenige Kilometer von der Wende entfernt. Nach langer Gleitphase nutzt er einen starken Wolkenaufwind und seine Verfolger schließen zu ihm auf. Wir befragen in der Zwischenzeit Schlepppilot Klaus Kienzle nach einem Temperaturphänomen, das er in dieser Form bisher nur in Altes Lager festgestellt hat. Gestern war es sehr extrem, dass man südlich vom Platz vorbeifliegt. Alles ist normale Luft. Dann kommt man in den Bereich, wo die Luft über die Bahn strömt und wo man am Ende von der Bahn ist. Und die Luft strömt über die ganze Bahn weg und die Temperatur nimmt locker um 10 Grad zu. Das merkst du in 100, 200 Meter Höhe. 10 Grad mehr in der Luft, das ist also beeindruckend ohne Ende. Und dann entsprechend natürlich die Turbulente. Aber war gut zum Fliegen gestern. Aber wie man das spürt, dieser Temperaturunterschied, ist enorm.
Tim Grabowski hat in Sichtweite der silbrig glänzenden Tropical Island Halle fast den Wendepunkt erreicht. Es fehlen ihm nur noch wenige hundert Meter bis zum Einflug in den vorgegebenen Zylinder. Wir wollen die Ursache für die seltsamen Temperaturphänomene am Flugplatz ergründen und befragen Wettkampforganisator Michael Zeifang. Es ist nicht nur besonders heiß, es ist wahrscheinlich das, die Runway hier das größte Solarium, das es auf der Welt gibt. Wenn man sich zum Beispiel da drüben hinstellt, wenn jetzt die Sonne im Süden steht und man steht auf der Nordseite der Runway, man kriegt die exzellenten Sonnenbrände, die man sich nur vorstellen kann. Und wenn man die Bahn genau anguckt, hier je nach Winkel, wenn du die Kamera drauf hältst, dann siehst du wahrscheinlich auch diese kleinen blitzenden Sprengsel da drin. Und die kommen daher, dass die Russen, als sie die Bahn gebaut haben, in den Beton Glassplitter eingemahlen haben. Und das sollte die Landemix, die halt gut bremsen mussten auf der Runway, sollte den Grip zwischen Beton und Reifen erhöhen und daher das Glas in der Runway. Wenn man barfuß drauf rumläuft, spürt man das auch. Also man hat hin und wieder so richtig so einen scharfen Piekser in den Füßen. Und daher wird das Ding erstens heiß und zweitens wird wie am Meer die Sonne, die auf den Boden kommt, wieder reflektiert und man hat die Sonne von oben und die Sonne von unten und mit den entsprechenden Auswirkungen. Flexpilot Jörg Bajewski ist auf einer ähnlichen Route unterwegs wie Tim Grabowski. Tim ist allerdings einige Minuten voraus und erreicht gerade den 10 Kilometer Radius um den Wendepunkt. Als er wieder aus dem Zylinder herausfliegt, stehen in Richtung Altes Lager immer noch gut ausgebildete Wolkenstraßen. Allerdings hat der Wind aufgefrischt und bläst ihm jetzt mit rund 25 bis 30 Stundenkilometern entgegen. Dafür ist die Wolkenbasis gestiegen und reicht jetzt deutlich über 2000 Meter Höhe. Einige Piloten lassen sich verleiten, so hoch wie möglich zu steigen und vergessen dabei die Höhenbeschränkung Richtung Berliner Luftraum. Tim hat aufgepasst und tankt am Rand des alten Truppenübungsplatzes gerade so viel Höhe, um in einem langen Endanflug sicher nach Hause zu kommen. Über Jüterbog haben zwei weitere Starrflügel zu Tim aufgeschlossen und das spannende Rennen um den Tagessieg beginnt. In Richtung Ziel sehen die Starrflügelpiloten zwei Flexidrachen vorausfliegen. Da die Flexis 45 Minuten früher gestartet sind als die Athos-Klasse, werden sie das Ziel noch vor den Starren erreichen. Am Flugplatz entdecken die Beobachter zuerst nur einen einzelnen Flexidrachen im Anflug. Noch ist nicht zu erkennen, wer der Pilot ist. Erst kurz nach der Landung verrät die Werbeaufschrift den Piloten. Roland Wörle ist als erster im Ziel. Dennoch kann ein anderer schneller gewesen sein, wenn eine spätere Abflugzeit gewählt wurde. Wie zum Beispiel Hans Kiefinger, der kurz nach Roland das Ziel erreicht. Als Tim Jüterbog überflogen hat, schaut er sich nach seinen Verfolgern um. Mit ihm jagen Toni Raum auf und Ralf Miederhoff fast gleichzeitig über die Ziellinie. In der Zeitwertung sind wegen des schnelleren Gleitens die Starrflügel mit einer Schnittgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern rund 10 Kilometer schneller als die flexiblen Drachen. Toni. Und hier der nächste Start. Ralf Miederhoff landet fast punktgenau vor der Kamera und im allgemeinen Trubel haben wir beinahe die Flexis verpasst. Sauber. Habt ihr Bier?
Weltmeister Christian Ziyech ist als Zweitschnellster nur 3 Minuten langsamer als Hans Kiefinger. Miroslav Kapp aus Tschechien ist drittschnellster Flexipilot, gefolgt von seinen tschechischen Kollegen Jiří Nadvornik und Jiří Gut. Corinna Schwiegershausen verteidigt ihre Führung in der Frauenwertung und bedankt sich nach der Landung bei Weltmeister Christian Ziyech für seine Unterstützung. Corinna, 2 World Champions I have at the same time. And he's a really good teammate. He's a very good teammate up to the very last tip. He will always tell me, okay, now I had a really bad light, make sure you stay high. And that was great. That was really nice to fly together these 2 days. Oh, together, fine. Well, together. Yeah. Until he overtakes me and I just see the back lights flashing. Now, Christian, for you, is this the first time here in Alteslager? Yeah. What do you think about this area? Well, you have... No, it's nice. It's very nice. I like it. It's. I didn't expect such good conditions. Today wasn't that good at the beginning, but at the end we have 4 meters per second climb rate, so it was very good. Hier kommt der Dieter Möglich. Nacheinander überfliegen weitere Starrflügel die Ziellinie. Wir fragen Tim Grabowski, wer ihm jetzt noch gefährlich werden könnte. Ja, heute hat der Toni gewonnen. Der war am ersten Tag, hatte mit dem GPS ein bisschen ein Problem gehabt. Norbi war heute auch wieder dabei. Ralf war ganz knapp, also ein ganz enges Feld. Heute ist super spannender Endanflug, war richtig cooles Race. Mit vielen Piloten im Ziel und einem kalten Landebier geht ein weiterer anspruchsvoller Wettkampftag zu Ende. Das Flugwetter für morgen klingt vielversprechend. Und es soll noch heißer werden. 4. Wertungstag der German Open. Der gestrige Durchgang brachte Bewegung in die Platzierungen. Bei den Starren konnte Tim seine Führung ausbauen. Ralf Miederhoff und Jochen Zeyer bleiben ihm weiter auf den Fersen. Bei den Flexis musste Roland Wörle die Führung in der deutschen Meisterschaft an Hans Kiefinger und Jörg Bajewski abgeben. Wäre Rang 3 eine Enttäuschung für ihn? Ja, Podium darf nie eine Enttäuschung sein, ganz klar. Wenn ich jetzt den 3. Platz der deutschen Wertung halten kann, dann ist auch okay. Vielleicht kann ich den Jörg noch ein bisschen ärgern, aber da brauchen wir noch 2 Durchgänge. In der Gesamtwertung scheint Weltmeister Christian Ziyech aus Italien derzeit unschlagbar. Jörg Bajewski im Hintergrund, bleiben jedoch Chancen auf den deutschen Meistertitel. Ach, ich bin der ewige Zweite. Ich bin mal gespannt. Ja, sicherlich. Ich stand immer kurz davor. Es hat jetzt 3-mal nicht geklappt, war dann 3-mal immer Zweiter. Und wird mal schön, ja klar. Hans Kiefinger stand ebenfalls schon mehrfach auf dem Podium, aber noch nie ganz oben. Ich war mindestens 2-mal Zweiter und vielleicht 2 oder 3-mal Dritter. Aber deutscher Meister war ich noch nie. Das heißt, das wäre ein schönes Ziel, Hans, oder? Das wäre sehr schön, aber abgerechnet wird zum Schluss. Die Piloten bauen schnell ihre Drachen auf, um Schutz vor der unbarmherzig brennenden Sonne zu suchen. Selbst die normalerweise nach Wärme lechzenden Norweger flüchten in den Schatten ihrer Drachen. Have Norway ever even been such hot summers? I think it was in 83 one day. Oliver Barthelmes ruft zum Pilotenbriefing. Die Aufgabe hat sich nicht geändert vom ersten Briefing. Wir haben jetzt die Zeiten. Das Fenster geht um 12.30 Uhr auf. Lassen wir auf 12.30 Uhr. Dementsprechend kriegt er 1 Stunde 10 Minuten, um das erste Startgeld zu machen. Und von da aus haben wir dann 2 weitere Startintervalle. 14 Uhr und 14.20 Uhr. Wir fliegen erst nach Süden, ziemlich geradeaus nach Süden, nach Gräfenhainchen. Bei den Starren führt das 134 Kilometer große Dreieck zuerst nach Gräfenhainichen, dann nach Osten zur Elbe bei Torgau und zurück zum Flugplatz Alteslager. Die Flexis fliegen ein verkürztes Dreieck von 83 Kilometern mit den Wendepunkten Prettin und Zana.
Trotz wechselnder Winde und zum Teil schwieriger Startbedingungen sind nach einer Stunde alle Pilotinnen und Piloten in der Luft und lauern auf einen günstigen Abflugzeitpunkt. Leider entwickelt sich der Tag nicht so gut wie vorhergesagt. Nach 2 Stunden sind immer noch mehrere Piloten in Flugplatznähe, da in Richtung erster Wende die Aufwinde zunächst kaum nutzbar sind. Die Starrflügel gleiten etwas besser über längere Durststrecken und so erreichen Tim Grabowski und einige andere Atos-Piloten bald die Elbe. Östlich der Lutherstadt Wittenberg versuchen sie vor dem Überfliegen der Elbe nochmals Höhe zu machen, aber die Thermik wird immer schwächer. Als Tim in 1200 Metern Höhe die Elbe überfliegt, sind nur noch Juniorpilot Markus Beich und Altmeister Markus Hanfstengel mit ihm auf Kurs zum ersten Wendepunkt. Über einem Windpark schöpfen die drei Hoffnung, als sie sich aus 400 Metern über Grund wieder nach oben kämpfen können. Aber keinem der Piloten gelingt es, höher als 900 Meter zu kommen. Im Gleitflug hangeln sich die drei nochmals 10 Kilometer weiter und Timmy scheint trotz nachlassender Aufwinde bester Laune zu sein. Schließlich hat er seine Konkurrenten stets im Blick und außerdem sind sie tiefer als er. Für Markus Hanfstengel und Markus Beisch geht 10 Kilometer vor der Wende der Flug zu Ende. In der Nähe einer Siedlung suchen sie sich neben der Straße ein abgeerntetes Landefeld und beenden gemeinsam ihren Streckenflug. Tim sieht links unter sich die Freunde im Landeanflug und denkt darüber nach, ebenfalls hier zu landen. Doch dann erwacht in ihm der Ehrgeiz, wenigstens die Wende zu schaffen. In einem Nullschieber mogelt er sich in den 400 Meter großen Zylinder beim Wendepunkt Bahnhof Gräfenhainichen. Tim ist der einzige Pilot, der an diesem Tag den Wendepunkt erreicht hat. Aber jetzt ist er nur noch 200 Meter hoch und hofft vergebens auf einen kleinen Lupfer, ausgelöst von den unter ihm vorbeiziehenden Abrisskanten. Tim wäre so gern zu seinen Freunden zurückgeflogen, die 5 Kilometer hinter ihm ihre Atos-Drachen zusammenfalten. Aber es geht nur nach unten. Am Ortsrand hat er mehrere abgeerntete Felder entdeckt und sich zur Außenlandung entschlossen. In 70 Metern Höhe öffnet er seinen Gurt für die bevorstehende Landung. Als er in den Queranflug geht, piepst sein Variometer und Tim dreht ungläubig einen flachen Vollkreis. Nach dem 3. Kreis in schwachem Steigen ist er 20 Meter höher gestiegen und kann sein Glück kaum fassen. Der letzte Bart des Tages trägt ihn mit sanftem Steigen bis auf 600 Meter Höhe. Dann ist der Thermikofen endgültig aus. Markus Beich und Markus Hanfstengel staunen nicht schlecht, als 20 Minuten nach ihrem Absaufer Tim Grabowski wieder über ihrem Außenlandefeld erscheint. Tim landet auf demselben Acker wie seine Freunde, hat aber 10 Kilometer mehr im Gepäck. Mit 48 Kilometern Gesamtstrecke ist Weltmeister Tim Grabowski der erfolgreichste Pilot dieses Tages. Bei den Flexis sind ebenfalls alle Piloten außen gelandet und Hans Kiefinger hat mit 25 Kilometern Strecke den Tag gewonnen. Jörg Bajewski ist mit anmontierter Kamera irgendwo zwischen Jüterbog und Wittenberg am Absaufen und hat bei der kleinen Ortschaft Klebitz ein großes abgeerntetes Landefeld gefunden. Einige Kilometer weiter sind die Außenlander Tim Grabowski, Markus Hanfstengel und Markus Beisch bei bester Laune.
Rückholer Thomas Sären hat Landebier mitgebracht und so lässt sich die Nachmittagshitze gut ertragen. Außerdem hat Tim neben dem Landefeld einen leckeren Brombeerstrauch entdeckt. Ah, hier unten, guck mal, die Brombeeren. Oh, Jungs, guck mal, was für geile Brombeeren hier. Ja, Wahnsinn. Wäre sowas Geiles. Genau richtig hier gelandet. Die Heimfahrt wird zur Entdeckungsreise durch ostdeutsche Lande und mit der Fähre geht es zurück über die zuvor überflogene Elbe. Findet ihr das super gut? Na, super geil. Super geil. Das erfrischende Bad im glasklaren Wasser der Elbe ist fast noch besser als ein gut gekühltes Landebier. Da der nächste Tag wegen zu viel Wind abgesagt werden muss, geht die Meisterschaft mit diesem vierten Wertungstag zu Ende und die Sieger stehen fest. Ja, dann war es jetzt auf jeden Fall wieder ein Reiz, mal hier im Flachland zu gewinnen, weil wir doch ein paar sehr starke Flachlandpiloten haben und das jetzt nicht meine Königsdisziplin ist. Und ja, ich habe mich sehr wohl gefühlt hier im Flachland, es lief sehr gut und von dem her freue ich mich sehr. Und der Wettbewerb war einfach nur traumhaft. Also da kann man wirklich nur sagen, jeder, der mal sagt, ich würde doch mal einen Wettbewerb mitfliegen, ob starr oder flexibel, das alte Lager in Berlin ist einfach unübertroffen. Wunderschön. Aber jetzt der Abstand zum zweiten ist gering und heute hätte ich schon noch eine Chance gesehen, den vielleicht noch zu schnupfen. Aber jetzt haben wir leider gecancelt den Tag und naja, bin trotzdem zufrieden und glücklich. Wettbewerb ist halt das Schöne, jeder hat die gleichen Voraussetzungen, jeder hat das gleiche Wetter, das gleiche Startfenster und jeder muss die gleiche Strecke fliegen. Und gerade auch im Startzylinder, wenn das Rennen losgeht und alle 30, 40 Piloten fliegen auf einmal los, das ist ein Getummel in der Luft und das ist einfach ja, sehr hervorragend. Noch unterwegs, man trifft immer wieder Leute, es ist gar nicht so schwer, auch an Tagen wie heute. Auch wenn dann die Starren hatten heute auch die gleiche Strecke, sind später gestartet, aber haben uns dann natürlich eingeholt. Und dann hatte man auch immer wieder Starre vor sich und es war einfach genial.